Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods mit der Tibra Grüß euch. Und mir, dem Anduin. Grüß euch. Ich stehe da wie eine Statue in der Nische. Ja. Tada. Tibra nach der Pinkelpause. Genau. Ich habe gerade Pinkelpause gemacht. So, ich bin kein Höhlenmensch. Was tust du da drin? Tanzen. Ich bin kein Höhlenmensch, ich würde gern wieder rausgehen. Jetzt? Ich habe mir gedacht, wir machen da noch eine. Ja, dann machen wir noch einen Gang. Ja, wir können jetzt da rausgehen. Willst du da oben auf was einen machen? Gang folgen zwei Gänge und ja. Ja, wenn du oben was machen willst, dann gehen wir rauf. Ansonsten hätte ich da zumindest den Gang jetzt fertig. Ja, gemacht. Dann machen wir den Gang fertig. Ich habe nicht null Tau. Ah, du hast das dazu gemacht in meiner Winkelpause. Richtig. Voll durchblickt. Ich habe sogar da unten ein bisschen was ausgeleuchtet. Okay, und die Hexe? Ich habe ja vorhin schon. Haben wir gemeinsam erledigt. Ah, okay, ja. So, gehen wir mal als erstes da. Mhm. Leuchtest du da aus und ich achte drauf, ob von irgendwo was kommt. Da gibt es nämlich mehrere Ausgänge. Ich sagte ja, ein Gang folgen mindestens zwei. Nein, wir machen die aber zu. Und setzen Fackeln dran, dass wir wissen, da müssen wir noch weitermachen. Okay. Ich mach gleich mal den dazu. Ja, diese runden Höhlen da, die regeln sich immer ganz gut aus Base, was dann weitergeht. Ah, da könnte man eigentlich einen Klumpbot aufstellen oder Kiste hier tun. Ja, mal schauen, wie groß es noch wird, aber ja. Wenn das Höhlensystem so weitergeht, könnte man da mal dazwischen ein Base anlegen. Ja. So. Ich grabe mir hier ein bisschen Erde weg. Wo sind meine Schaufeln? Ah, da. Jetzt setze ich da an den Block eins, dann wissen wir, da können wir wieder durch. Und, da sind ja. Alter, diese Löcher überall. Überall Löcher. Ja. Da sind Löcher. Dann mache auch ich da Löcher. Einmal zu. Ja. Das ist einfach. Da weiter. Hoppla, ja. Und so, jetzt geht mir gleich die Kohle aus. Der hat mir ein Böckchen genommen. Ups, also. Hast du noch Kohle? Ah, Kohle, sogar Erde. Nein. Ui. Na, egal. Muss nicht schön sein. So, und da setzen wir an Dings dran, da können wir auch weiter. Genau. So. Ja. Da glaube ich, werden wir noch Fackel brauchen. Und ja. Entschuldigung, mein Handy hat reingesucht. Und die ganzen Erze, das nehmen wir noch mit, was da hören. Ja, das nehmen wir noch mit. So. Gut. Hier irgendwo, da oben ist auch noch Salz. Erreiche ich das? Nein. Doch. Ist da noch ein Salz? Nein, da ist kein Salz mehr. Ich glaube, wir haben es. Zumindest das, was man so sichtbar. Ja. Zumindest hier Essen. In der Höhle, ja. Gut, dann da Essen. Und da oben ist noch jede Menge Kohle. Geht's da auch schon wieder oben? Wo? Bist du jetzt da drinnen, oder? Na. Ah, da oben. Es war ja klar, dass da jetzt noch Eisen zum Vorschein kommt und das erste wegnehmen. Aber wir nehmen das Eisen mit, wir brauchen es. Ah, da sind wir hergekommen. Erstens mal haben unsere Rüstungen sicher gelitten bei dem Ausflug. Ja, haben sie. Und zweitens gibt's also alleine für das Rucksackgerüst brauchen wir Eisen. Oh, Kohle. Ja, und ich habe keine.
Spitzhacke mehr. Ich hab noch. Ach ja, damit. Bitte, bitte, bitte. Ich werde einmal da oben ausleuchten, bevor uns der Krieg beim Kopf hat. Im Kopf kackt hier. Die sind immer so fies. Die drei meinen immer, sie wollen nur spielen, aber irgendwie verstehe ich ja noch spielen nicht. Oh Gott, da dreht sie. Wer findet diese kranke Höhle? Ich hört nie auf. Nein, der nächste Arm, nein. Sag ich ja, einmal reingehen, das vervielfältigt sich irgendwie. Keine Fackeln mehr. Da geht's auch wieder weiter, da geht's wieder runter. Alter. Ah, da geht's auch wohin. Alter. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Alter Falter. Was, da geht's auch weiter, ne? Oh! Oh! Was? Oh! Was? Setzt du da Fackeln? Ja, ich komme ja schon. Ach so, das ist nur ein. Ah, da ist Lava, cool. Ja, aber nur ein Block. Ach so. Wo? Wo bist du, du Zombie? Oh Gott. Oh, aber da unten sind jetzt schon Lavaseen. Da kommt, glaube ich, eh noch nichts rauf. Nein, da können wir auch aufhören. Also den hätten wir jetzt einmal geschafft bis hierhin. Wir sollten uns, hätten uns Schildchen mitnehmen sollen für den Weg. Und abbauen, abbauen. Oh Gott. Ich hab gerade den nächsten Gang aufgemacht. Warum tust du das? Ja, ich wollte die Kohle da haben. Weiß ich, dass hinter der Kohle ein Gang ist. Zwerg ist da. Stimmt nicht. Doch. Nein. Doch. Und da geht's rauf und da ist nichts ausgeleuchtet. Nein, ich will nicht. Ja, weil da drüber. Weil da drüber der Gang ist, der nicht ausgeleuchtet wurde. Wo drüber? Na, den. Da drüber ist der Gang. Wo da rauf geht. Ups. Dann setze ich da jetzt einmal was rein, dass da nichts rauskommt. Keine Erde mehr. Beginnt. Oh! Oh! Essen! Kannst du da bitte mal kommen und die Retour gehen können? Noch mehr essen. Ja, ich komme schon. Nur dieses letzte da noch. Was habe ich gesagt? Anduin der Zwerg. Aber essen. Ja. Aber essen. Aber. Ich bin schon da. Schau, ganz schnell gegangen. Ja. Ja, was, wo gehst du jetzt? Wohin? Nach oben. Ja, von da kommen wir, oder? Ja, sicher kommen wir von da. Ja, aber. Hat das nicht geheißen, wir gehen raus? Ja, schon. Geh. Was, nach Hause? Nach Hause. Aber da gibt es schon da Kohle. Da, wo, über die Eisen. Werden. Das hat wie jemand nicht abgebaut in einem Block. So. Habe ich schon. Ich weiß ja nicht einmal, wo wir hin müssen. Warum? Ich dachte, du hast deinen Weg gemerkt. Nein, ich weiß es. So, da. Ah, darauf. Ich hoffe, das stimmt. Nein, das stimmt nicht. Ich bin mir da eben nicht sicher. Warte mal. Nein, es geht da herunten, wo. Da liegt auch noch was. Nehmen wir auch noch mit. Ja, genau. Ah, da! Mein Gott!
Ah ja, fit. Da auf so. Das, auf das. Da geht's rauf. Jetzt steht was am Boden jetzt. Da lang. Genau am Wasser vorbei. Da. Wo? Darauf? Ah. Weiter, weiter. Da ist auch noch jede Menge coole. Darauf? Wir wollen das nächste Mal hier auch noch was mitnehmen. Ja? Ja, das ist ja nicht die letzte Höhle. So, jetzt muss ich mich mal orientieren. Ich glaube, da noch vor. Aber es ist die Haushöhle. Quasi. Ja, das stimmt. Und da. Da geht's jetzt drauf. Das. Okay. Gut. Bist du da? Ja. Ah ja, der Spawner. Ups. Wir runter, runter, runter. Und rauf, rauf, rauf. Ah ja. Da geht's raus. Wow. Hast du nicht geglaubt, da? Nein, habe ich ehrlich gesagt nicht geglaubt. Oh, wir können Äpfel pflücken. So, ich schau mal wegen Creeper. Kannst hast du Erde zum zu machen? Ja. Oh, nur einen Block. Wird reichen. Reicht doch, ja. Oh, schön. Schön. Dieser Schleimblock vor unserem Haus. Wird erledigt. Oh, die zerstören immer das Gras. Also, ich zerstöre es natürlich, wenn ich ihn schlage. Wächst so. Da so eine schöne Blumenwiese da gepflanzt mit ein paar Knochen, ja. Die wir gehabt haben. Äpfel ernten. Äpfel ernten. Juhui. Ui, ist wieder aber gerade Abend, sehe ich. Ja. Schnell, schnell, schnell. Was, Äpfel ernten oder ins Haus? Na, Äpfel ernten. Schnell, schnell, schnell. Zack, eins. Das geht ja schnell. Also die reif sind, die kriegt man ja wirklich relativ schnell. Mittlerweile weiß ich ja, wie sie aussehen. Wie sie aussehen. Da liegt auch noch einer. Ja, jede Menge Äpfel. Jetzt gehe ich aber rein, die nächsten hole ich nachher. Es war zu lang, zu dunkel. Hallo? Was denn? Reinkommen. Ja, komm schon. So. 14 Äpfel. Cool, 15. Hehe. Ich habe keine pflücken dürfen. Was kann ich machen? Ja, ab in den Keller und ins Lager. Die Äpfel? Ja, sicher. Schmeiße ich schnell ein paar ein, bevor sie mal wieder weggenommen werden. Nö, nee, ich nehme da nichts weg. So, zack, rein da. Ja. Was haben wir da noch? Das gehört alles oben hin. Ich nehme mir oben mal die Schere und werde die Schafe scheren. Okay. Ah ja, füttern, Tiere füttern. Das haben wir jetzt tatsächlich noch nicht. Müsste einiges oben sein im. Ja, ja. So. Ja, es ist alles voll. Okay. Ich versuche da irgendwie irgendwo was drauf zu stecken. Da kann ich zumindest den Schleimblock. Ah ja, den habe ich auch. Oh, da ist ein Golderz. Haben wir doch irgendwo rausgekriegt. Können wir dann gleich in den Ofen schmeißen. Ah ja, Salz. Spinnenaugen. Haben wir die da? Haben wir da noch keine Spinnenaugen? Das habe ich auch wo gesehen. Nö, auch nicht. Gut, das nehme ich mal an mich.
zu viel Zeug schon wieder. Da sind leere Glasflaschen. Schleimblock. Ja, wir kaufen. Ich nehme mal die Kohle und tue es wieder stacken auf dem Block, gell? Ich nehme meine Schaufel. Du, ich gebe da gleich mehr Kohle rein, wenn du einen Platz hast. Da ist gleich noch einer. Ja. Und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Und noch einer. Und da drinnen, da liegt auch noch einer. Da in der Mitte, beim Kohleblock. Nein, für mich nicht. Da, da. Ah, jetzt ist es weg. Ja, ist merkwürdig. Gut. Ja, ah, da ist ein Eisenerz, das lege ich in den Ofen. Ja, da habe ich auch schon eines. Ja, Knochenmehl. Salz kommt da rein. Das, meine Knochen, die verarbeite ich auch gleich. Da ist schon eines, dann schmeißen wir das dazu, dann haben wir da gleich mal das Eisenerz drinnen. Da kommt das Golderz rein. Ah, da ist noch. Ist da noch? Ja. Was denn? Da ist noch ein Eisenerz. Achso, ich hab da einen vollen Stack schon gehabt. Okay. Dann die 10 so. Da rein. Cool. Ah ja, ich wollte die Kohle stecken. Schluff. Ja, den habe ich auch noch. Schluff, schluff. Wo werden wir denn ein Steinlager machen? Ein Steinmetzhäuschen oder so brauchen wir noch. Ja, ich überlege noch, ob wir im Herrenhaus fürs ganze Baumaterial dann das Lager machen und auch so die Sachen, wo wir Erz und so weiter. Oder ob wir einen Schmied bauen. Ein Schmied und ein Steinmetz, dass wir gar kein großes Herrenhaus machen, sondern wirklich nur so ein kleines Dorf, wo. So ein Dörfchen. Wo halt die einzelnen Händler sich angesiedelt haben und Bauern und so. Ja, das wäre sicher nett. Wie? Was? Diese Variante? So einzelne Händler. Ah, okay. Ja, können wir machen. Dann haben wir nicht da irgendwo ein riesengroßes Prunkhaus, sondern lauter so maximal ja, in der Größe also wie der Bauernhof. Ein schönes großes Häuschen wäre auch cool. Das ist jetzt schwierig. Tipa will mal wieder alles. Ja, genau. Da, ja, genau. Kann ich nicht alles haben? Kann ich nicht beides haben? Kann ich nicht beides haben, ja, genau. Wäre schon halt schon schön. Ja. Kreide da rein. Ja, sehen wir ja. Wir sehen ja, was in der nächsten Zeit passiert, in den nächsten Folgen. Mal schauen. Ja. Tazitpflasterstein, haben wir den da schon? Ja, da. Aber das ist zu viel. Ach Gott. Kein Platz. Ja. Ich geh mal meine Kotelette zurücklegen. Speckstein, Pflasterstein. Hast du nicht irgendwo eine Kiste gehabt, wo du da so ja, im Keller. Ah, da könnt ihr praktisch was reinkübeln. Ja. Speckstein, Pflasterstein würde sich da unten gut eignen, oder? Was hast du noch so da unten? Da musst du schauen, das sind die ersten zwei Kisten, die was unten gegen sich gegenüberstehen. Okay, da haben wir noch einen Andesit, den können wir da stecken. Noch Kies. Und das Specksteinziegel ist da rein. Den nehmen wir mit runter. Da habe ich den Kalkstein. Der ist glaube ich noch nicht drinnen. Und da habe ich noch den Schalenstein. Das ist ein komischer grauer. So. Der Marmor nehme ich auch mit runter. So. Die Folge ist um. Ich glaube, das war meine Ansage, oder? Keine Ahnung, ich glaube, du hast dann gesagt, ich weiß es nicht. Okay, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, schaut wieder rein, wenn es heißt Minecraft Live in the Woods bei Anton und Tibor und wenn wir die wichtige Entscheidung treffen, wie wir jetzt weiterbauen wollen, Herrenhaus oder Dorf. Okay, tschüss. Ciao.